Nein, Hannes, reg dich nicht auf, ist ja ganz egal. Komm, sitzen wir uns halt einfach im Nichtraucherraum, im Raucherraum, wo es besetzt ist. Na, das ist falsch. Warum? Grundsätzlich, liebe Petra, das heißt, setzen wir uns in den Nichtraucherinnensaal, weil im Raucherinnensaal ist alles besetzt. Das macht mich wahnsinnig. Soll ich jetzt vielleicht auch noch sagen, welche von den Stuhlinnen magst denn? Nein, der ist jetzt mich so und so auf die linke Sesselin. Das Gendern macht mich verrückt. Soll ich da sagen, was Gendern überhaupt ist? Nein. Gendern ist der Versuch, aus einem Zapfhahn eine Zapfhenne zu machen. Nur, weil es ihr Dummköpfinnen so ignorant seid, dass wir Emanzer, oder wie heißt das, Emanzericher, glaube ich, für euch recht kämpfen müsst. Und außerdem, für euch Frauen, Frauen dürfen mir auch nicht mehr sagen. Na, was bin ich denn dann jetzt? Menschen mit Menstruationshintergrund. Und Fahrradfahrer gibt's auch nicht mehr, gell? Das heißt dann Fahrradfahrende. Autofahrer gibt's auch nicht mehr. Das heißt Autofahrende. Zu Fuß gehende. Auf dem Rollator dahinsichende. Und das alles nur deswegen, weil ich eine Frau bin. Und ich mich diskriminieren für ein Kind. Das ist ein Blödsinn da auch. Außerdem, wenn du zu weiter tust, dann schreibst du die Märchen von den Brüderinnen Grimm auch noch um. Sicher. Aus dem Wolf wird dann die Wölfin. Aus dem Esel wird die Eselin. Und aus der Hexe, das ist jetzt blöd, da habe ich Ketten verloren. Aus der Hexe wird dann die Mitleidnerin. So ist. Und bei der Bundeshymne, die haben sie auch schon umgeschrieben, ja, weil die ganzen Bevölkerinnen dagegen waren. Aber der Gabalier, der hat mir gedacht. Echt. Der hat das so voll ignoriert. Was ist denn geworden aus ihm? Er ist vom Sündenbock zur Sündengeiß geworden. Jetzt beruhigst du dich mal. Jetzt schauen wir mal nach, was wir trinken. Ja, was magst denn du? Ich trinke eine Radlerin. Und ich glaube, du trinkst einen Jägerinnen-Meisterinnen-Tee. Ja, passt. Du, aber sogar unsere Politiker vergendern sich manchmal. Musst du dir vorstellen, was letztes Mal im Nationalrat passiert ist? Hat einer eine Rede gehalten, da gestanden und hat gesagt, Bruno Kreisky war sicherlich einer unserer bedeutendsten Politiker und Politikerinnen unseres Landes. Ja, solche Sachen passieren bei uns. Ja, und unser Präsident, der Heinz Fischer, ist eigentlich der ruhende Pol, ja, im Land. Und die Bures, die Nationalratspräsidentin, ist dann die ruhende Polin im Land. Ja, sicher. Geht nicht anders. Du, haben wir nicht heuer in Asten auch wollen? Ah ja. Die Bürgerinnen, Meisterinnen, Kandidatinnen, Karl Kohlingbaum hat sich, glaube ich, schon aufstellen lassen. So ein Blödsinn. Wenn es eine Bürgerinnen, Kandidatinnen ist das die Monika Böberl. Aber der Charlie tut sich leicht in Asten, gell? Weil wenn der an sein Volk spricht, sagt er, liebe Astnerinnen und Astner. Nein, der sagt immer so, liebe, so macht ja immer. Jetzt denk an den armen Kerl in Eberschwang. Liebe Eberschwänger und Schwängerinnen. Na bitte, Gorsche. Und der Papst sagt, ja, liebe Pfarrer und Pfarrerinnen, ne? Ist auch so ein Blödsinn. Ja. Du, wenn der Kölner jetzt nicht bald kommt, ich verdurst schon und Hunger krieg ich auch schon. Können wir das Essen auch gleich bestellen? Na ja, weißt du, aber das heißt eigentlich so nicht. Na, Entschuldigung.
Kellner oder Kellnerin. Ma. Nein, so heißt es auch nicht. Ja, wie denn dann? Das heißt Allergenberater und Beraterinnen. Die Herrschaften haben gewählt und wollen bestellen? Na, das war jetzt schön, ja. Ja, ich weiß jetzt eigentlich schon, was ich mag. Ja, schon lang. Was willst du denn? Einmal eine Radlerin, ein Jägerinnen-Meisterinnen-Tee und ich kriege das Anserinnen-Menü mit einer Leberknödelin-Suppe und als Hauptspeis Rinderinnen-Rollbratinnen mit Kartoffelinnen und Fisolinnen. Und als Nachspeis bitte eine Linzerinnen-Torte mit C und A. Was bestellst denn du für einen Blödsinn? Wer kann sich denn bitte das Essen C auch noch bestellen? Nein, nicht C, sondern C und A, das ist die neue Auszeichnung. Ach so, muss ich auch aufpassen. Also, ich brauche eine neue Brühe. Ich mag bitte jetzt eine Frittatinnensuppe, ein Hasinnengulasch mit Serviettinnenknödelinnen, auf Rosenkohlin und als Nachspeise bitte Moor, darf ich auch nicht sagen. Stark pigmentierte oder stark pigmentierte, ja, in Hemd und oder Bluse und zwar da bis Z in ihm alles. Ja, geht ja, ja. Weißt du was? Ich bin schon genauso deppert innen wie du, echt. Wissen Sie was? Mir ist das Wurst. Ich bin 2 in 1. Los an! Los an!